Willkommen zurück. Es wird wieder auf allen Hochzeiten wild getanzt. Wir fangen in der Bundesliga an gegen Arminia Bielefeld. Die Mannschaft, die am meisten mit Toren geizt. Vorne wie hinten. Dann haben wir den DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf, Achtelfinale und dann auch den dritten Spieltag in der Königsklasse gegen unseren wahrscheinlich stärksten Gruppengegner SSC Neapel. Da haben wir immer noch Aufhol- oder Nachholbedarf. Wir haben bisher zweimal unentschieden gespielt. Jetzt erstmal gegen Bielefeld. Wir haben, glaube ich, einen Aufwärtstrend verzeichnet. Ja, sind von 12 auf 10 geklettert. Und dennoch sollte man die hier besiegen. Um mal im Vergleich. In unseren Spielen fallen 45 Tore, in Bielefeld hat 21. Wir haben die zweitbeste Offensive der Liga. Defensiv sind wir schon verbessert. Bei Bielefeld, ja. Wahrscheinlich die Defensive das Prunkstück. So sieht es auch aus. Offensive eher weniger. Die spielen sehr defensiv. Deswegen werde ich jetzt mal auch ein bisschen offensiver aufstellen. Sissoko kommt rein. Schenko geht mal auf die Bank. Hemming und Mihai verteidigen. Verteilen wir. Ist irgendwie ein bisschen wenig Spielzeit im Moment. Ich stelle ihn mal wieder auf. Müssen wir auch gucken. Mir wird gesagt, Linksverteidiger als Rechtsfuß ist auf Dauer ein bisschen schwierig. Allerdings Rechtsverteidiger kann er sich auch nicht vorstellen. Mit Libero werden wir nicht spielen, deswegen habe ich jetzt in Betracht gezogen, ihn doch langsam vielleicht als Innenverteidiger umzuschulen. Weil wir sehen, wir haben in der Innenverteidigung weitestgehend über 30 Leute. Mihai ist 30, Hemming ist 30, Drachmann ist auch 30. Und Missy kommt ja sowieso noch nicht so ganz aus dem Tritt. Vielleicht sollten wir den Latein zum Innenverteidiger umschulen. Dann haben wir auf Linksverteidigerposition Simon und Dötsch und rechts haben wir Steiner und dann brauchen wir halt noch einen Rechtsverteidiger. Wird man sich nur mittelfristig vielleicht von einem der Innenverteidiger trennen müssen sollen. Hier und heute lasse ich ihn jetzt erstmal noch einmal auf links außen spielen, aber als Projekt für die Zukunft, die nähere Zukunft, wird das dann mal bedacht. So, Okbu kommt auch mal wieder die Chance von Beginn an. 71.000 Zuschauer leider nicht ausverkauft, 8.000 Gäste, aber zumindest gute Kulisse. Birdie Fuchs tippt 1:4 auf die Arminia. So, ersten Minuten laufen. Steiner kann den Ball ungestört mitnehmen. Spielt nach links. Dos Santos auf die rechte Seite. Kein Abseits. Moore flankt Volley in den Strafraum. Seitfalls hier hat er wunderbar gemacht. Mal wieder das Tor des Monats hier und er trifft und trifft und trifft jetzt wieder. Moore auch wieder deutlich mehr in Fahrt als noch vor ein paar Wochen. Also jetzt Steiner, Rodriguez wirft sich dazwischen, lenkt den Ball zur erneuten Ecke. Fünftes Saisontor für Tahiri. Wenn er in allen Wettbewerben 5 Tore macht, dann kann man damit zufrieden sein. So, Moore verlängert per Kopf auf Okbu und Alassoneur schiebt ihn beiseite und das muss Elfmeter geben. Schiedsrichter Siebert pfeift und es gibt Elfmeter. Eine Sache für Romeo Moore, der seitdem ich hier bin, glaube ich, erst einen einzigen Elfmeter verschossen hat und den haut er auch rein. Viertes Saisontor ist auch eine sichere Bank, wenn es um Elfmeter geht. Da muss man sich keine Sorgen machen. Der haut hier rein, reihenweise. Steiner jetzt mit den. Seine guten Standards haben ihn jetzt hier wieder. Und Tiger, ja, ich rede von den guten Standards. Die guten Standards haben den Steiner wieder in die Startelf, Stammelf befördert, wo er erst wieder so ein bisschen außen vor war. Er hat ja auch im Champions League-Finale nicht von Beginn an gespielt. Wobei er dann auf andere Art und Weise denkwürdig in Erscheinung getreten ist im Champions League-Finale. Mal wieder hier eine fantastische erste Halbzeit. Wir führen schon 3-0. Tahiri wird geschickt. Kann er jetzt hier den Hattrick machen? Tahiri, Lodric stürmt raus. Und der haut den Tahiri einfach um. Das muss rot geben. Schiedsrichter Siebert, der sieht heute alles. Und er zeigt tatsächlich rot. Glatt rot. Und jetzt können wir alle Dämme brechen bei Bielefeld. Und die auch. Die haben keinen Ersatzkeeper. Warum haben die Gegner alle keine Ersatzkeeper? Jetzt muss ja auch ein Stürmer im Tor spielen. Das sehen wir nicht zum ersten Mal. Wir führen 3-0. Fantastische erste Halbzeit. Tahiri bekommt ein großes Lob. Die kleine Durststrecke ist längst vergessen. Die tun mir leid, die hat ja gar keine Chance. Das hört man über unsere Gegner häufig. Steiner kann den Ball mitnehmen. Jemand, der so gute Standards schießt, der sollte auch mal bessere Bewertungen bekommen. Also Torvorlagen per Standard. Das wird ja von der Fachpresse oft total unterbewertet, was die Notengebung angeht. Okbu jetzt auf Vertainen, der nimmt den Ball mit. Klettern in der Tabelle auf Platz 3, wären jetzt direkt an Platz 1 auch dran, nur ein Punkt Rückstand. Moore mit vollem Lauf, könnte man vielleicht sogar noch Herbstmeister werden. Leibold ist eng bei ihm, beide ziehen uns sehr. Moore setzt sich durch, kommt ins Straucheln, bringt den Ball dann doch noch im Fallen in Richtung Tor und
Komische Szene, aber der Ball wird dann noch gehalten. So, Eckball von links für uns. Er dürfte ja nichts mehr anrennen. Jetzt Steiner hart an den Fünfer. Tahiri kommt mit dem Kopf an den Ball. Der Kopfball-Experte lenkt ihn aufs Eck. Und auch der Ball ist drin. Auch hier kein lupenreiner Hattrick, aber drei Tore auf einmal. Tahiri, er meldet sich mit absoluter Wucht hier zurück in der Diskussion. Die Torjägerkanone. So, ich bringe einfach mal Domissi. Dötsch kommt für Steiner. Einfach mal auf rechts außen. Und Schaschenko für Sissoko. Berteiner nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken. Scharfen Flanke in den Strafraum gezogen, kein Abseits. Tahiri holt aus, der hat noch nicht genug und haut noch einen rein. Viertes Tor der Leonardo Okpu. Gedächtnisauftritt hier, vier Tore. Tahiri, da wird er gewaltig klettern in der Torjägerliste. So, ich bringe nochmal, Domissi kommt für Hemming. Nochmal Kopfball, Tahiri, nochmal ein Tor. Das fünfte. Tahiri zum neunten Mal. Fünf Tore, dann spielt Domissi, trifft auf 7-0. Was ist das hier? Ist das der Rekordsieg unter meiner Regie? Habe ich schon mal ein 7-0 gesehen? Ich habe ein 6-0 gesehen, ein 5-0, ein 5-1, ein 7-0. Habe ich schon jemals gesehen, dass ein Spieler 5 Tore in einem Spiel geschossen hat? Ich kann mich in all den Jahren nicht daran erinnern. Kann schon mal vorgekommen sein, aber ich glaube, das ist eine Premiere. Tahiri mit 5 Toren in einem Spiel. Und ja, Bielefeld, deren Defensive, die hatten vor diesem Spiel 11 Gegentore in 15 Spielen. Und jetzt wurde es in einem Spiel fast verdoppelt. Ja. Die denken sich auch, lieber einmal 7-0 verlieren als 7-1-0. So, 2,19 Millionen bei klirrender Kälte. Wir haben hier dem Laden ordentlich eingeheizt. 693.000 Euro Prämie gezahlt. Hey, der beste Spieler spielt, bekommt die Note 2. Klar, da war kein richtiger Torhüter mehr drin, aber warum haben wir auch nur einen im Kader? So, wir klettern von 4 auf 3. Ein epochaler Sieg hier. Die Tordifferenz dürfte jetzt bei uns die beste sein. Wir haben die meisten Tore der Liga. Und das ist ja viel wert. Da sehen wir daran, dass wir vor Magdeburg stehen, obwohl die punktgleich sind. Würzburg verliert auch gewaltig. Puh, da musste man ja wirklich 7-0 gewinnen, sonst hätten wir ja gar nicht den höchsten Sieg des Spieltags gehabt. Hoffenheim hat auch 6-0 gewonnen in Würzburg, meine Güte. Wolfsburg gewinnt 3-0 gegen Dresden, Union 1-0 gegen Bayern, Rostock 1-1 gegen Magdeburg, Lautern verliert 1-4 gegen Regensburg, der HSV gewinnt mal wieder 3-2 gegen Augsburg, Leipzig spielt 0-0 gegen Freiburg, Frankfurt verliert 0-3 gegen Fortuna. Fortuna ist das Stichwort, Achtelfinale Pokal. Wir gewinnen 7-0 gegen Bielefeld. Lautern 30, Dresden 30, wir haben 29. Wir haben aber mit Abstand die beste Tordifferenz auf den Abstiegsplätzen Augsburg, Frankfurt und der HSV. In der Torjägerliste Tahiri klettert von jetzt auf gleich von Platz 20 auf Platz 2. Ist jetzt nur noch ein Tor hinter Knasmüller, so schnell kann es gehen. Mohr auf Platz 19. In der Scoreliste ist Tahiri auch auf einmal in der Top 5. Mohr und Steiner auf 11 und 12. Mohr und Tahiri und Giampi und Striso in der 11 des Tages. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. Was für ein Tag hier, meine Güte. Bournemouth möchte mich haben, Premier League. Aber nö, ich möchte hier erstmal die Dortmunder Dynastie fortsetzen. Ich werde auch wieder befördert. Alles andere wäre ja auch absurd. Grotesk, möchte man meinen. So, Pokal. Wir wollen jetzt Viertelfinale. Das wird nicht leicht in der K.O. Wir haben einen neuen Rekordheimsieg. Die meisten Tore an einem Spieltag. Ist das jetzt BVB-intern, Vereins-intern, Spieler-intern, Ottmar Schulz-intern? Auf jeden Fall, was für ein Spieltag. Gelte nach wie vor als gottgleich. Der BVB hat nach wie vor Aktien im Verkauf. Wir kaufen mal, können Aktien eigentlich auch ausverkauft sein. So, wir kaufen nochmal 590. Achso, man kauft ja bei anderen Aktieninhabern. Oder wie ist das? Ich kaufe einfach. Ich muss mich damit nicht auskennen. Ich kaufe einfach. So, die Fans müssen auch mal wieder versorgt werden. muss mal wieder ein bisschen für Griechenland hier Gespräche führen. Da sprechen wir jetzt einfach mal hier mit einem der unsrigen. Zappa und Schawat hatten sich ja schon entschieden. Ich spreche einfach mal mit Leonardo Okpu, ob er nicht Grieche werden möchte. Fühlt er sich bestimmt auch hoffentlich geehrt. So, der Platz muss gepflegt werden, der Rasen. Und wir kaufen nochmal wieder ein bisschen Land. Für 1 Million Euro. Wir haben noch über 90 Millionen auf dem Konto. Einzelgespräche gibt es auch. Mal wieder großes Glück, dass wir hier kaum Verletzte haben. Einen einzigen. An den hat es richtig erwischt. Aber sonst bei der
hohen Belastung. Also wirklich ein Lob an die Fitness der Spieler, auch an die medizinische Abteilung. So, ins Einzeltraining schicke ich jetzt einfach mal Schenko. Wir trainieren leicht die Kondition, machen einen Staffellauf. Wir trainieren vor dem DFB-Pokal natürlich Elfmeter und auch Torwarttraining wird mal eingestreut. Die Standards müssen wieder ein bisschen besser werden, auch wenn der Steiner das ja eigentlich drauf hat. Eckbälle und Freistöße üben wir mal. So, Sondertraining. So, machen wir das. Ja. So, mit Ogbo erstmal ein Vorgespräch führen. Er findet das alles sehr interessant. Was soll er auch anderes sagen? Na gut, die EM, bevor er gar nicht dabei ist. Missy, der kriegt hier nur persönliche Gespräche erstmal. So, wir spielen im Pokal in Düsseldorf. Das letzte Spiel in der Bundesliga endete ja 0:0. Düsseldorf steht in der Liga auf Platz 10, auch verbessert. Wir wollen sie hier natürlich raushauen, spielen jetzt in Bestbesetzung. Simon, Mihai, Hemming, Steiner, Giamfi, Sissoko, Lopoto kommt rein, Tahiri, Mohr, Giamfi, Dos Santos. Sieht für den auch blöd aus. Seine beiden Kollegen Tahiri und Mohr spielen immer noch. Er muss jetzt öfters mal draußen sitzen, aber so ist das halt. So, Nangon kommt rein. Wir spielen mit maximalem Einsatz. Wir wollen in die nächste Runde. Ansprache schenkt mir. Ja, das ist jetzt das, was ich meine. Ausverkaufte Esprit Arena, mehr als die Hälfte der Zuschauer sind Dortmunder. Ja, Heimspiel auswärts. Wobei es ja nahezu 50-50 ist. Fast schon so ein bisschen wie das Berliner Olympiastadion in klein jetzt hier, was die Zuschauerverteilung angeht. Olivier Panis tippt 4:2 auf Düsseldorf. Achtelfinale, los geht's. Finale passiert mal wieder nicht viel. In der ersten Viertelstunde zumindest. Filippo jetzt gegen Goncalves, der grätscht und kann den Angriff abfangen. Einwurf durch Loyo Disse beim BVB. Zweimal in Runde 1 draußen, jetzt sind wir zumindest schon mal im Achtelfinale. Aber haben wir das schwerste losbekommen, was es wahrscheinlich gab. Jetzt ein Schuss von Vierte aus spitzen Winkel aufs kurze Eck und Strisu steht genau richtig, hat den Ball. So, Eckball von links für uns. Das spielt leicht den Bundesligaspiel von vor wenigen Wochen. Simon, jetzt liegen wir hinten. Apostolos Vierte mit dem 1:0 für Düsseldorf. Wilkinson versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen. Traumflanke, Volleyschuss, Turner und Striso klatscht ab. Jetzt nicht noch einen zweiten reinkriegen. Milinkovic bekommt den Ball vor die Füße und staubt ihn ab. Wir liegen 2:0 hinten. Oh, das ist jetzt albtraummäßig. Nochmal Leute, das werden keine Torchance mit 2 Toren hinten. Schlechter könnte eine erste Halbzeit kaum laufen. Turner flankt auf den kurzen Pfosten. Kopfball von Wilkinson. Jetzt nicht noch das 3:0 kassieren. Striso lenkt den Ball über die Latte. Irgendwie schütteln und dann in der zweiten Hälfte neu aufstellen. Milinkovic legt sich den Ball zurecht. Ruppelt in der Nase, schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Striso kommt raus, packt sich dazu. Das geht gar nicht. Einmal aufs Tor geschossen, 2 Gegentore kassiert. Und hier keiner so wirklich ganz krass schlecht spielt. Ich möchte jetzt aber auch bei dem Spielstand niemanden loben. Das hat hier irgendwo falschen Eindruck machen. So, wir müssen wechseln. Ich bringe Schawat für Giamfi, Schaschenko für Gnangon. Den dritten Wechsel spare ich immer noch offen. Und Donnerwetter gibt es auf jeden Fall. Aussteigen. Quasi gelbe Karte für mich. Noch haben wir hier 40 Minuten zu spielen. Eckball für Fortuna von rechts. Milenkovic auf den Elfmeterpunkt. Hemming kann klären. Brauchen einen schnellen Anschluss. Und da ist das 13:0 Vierte. Jetzt wird es natürlich brutal schwierig. Gelbe Karte für Steiner. Ich bringe mal noch Ogbu für Filippo. Ja, es sieht schlecht aus. Wir kriegen hier keinen Fuß in die Tür, noch keine Torchance. Jetzt die letzten Minuten laufen, es sieht doch leider nach aus. Im Achtelfinale hier aus. Tahiri stoppt den Mann mit dem Fuß, dreht sich und schießt aus spitzen Winkel. Vielleicht nochmal. Na, Sonnenberg steht richtig, hat den Ball. Ja, wir verlieren mit 3:0. Das war heute ein rahmschwarzer Tag. Ärgerlich. Dann sind es nur noch 2 Hochzeiten. Kassieren zumindest 250.000 Euro Fernseheinnahmen. Hatten natürlich auch wieder großes Lospech, aber darauf wollen wir es nicht schieben. Wir haben ja den Anspruch, jede Mannschaft zu besiegen. Wir sind schließlich der Champions League-Sieger, der Weltpokal, der Club-WM-Sieger.
Fehlte war der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 4, 54% wurde bei Sky. Wir sind dann leider draußen im Achtelfinale. DFB-Pokal ist also übersteigerungsfähig. Würzburg verliert gegen Schalke 0-2, Nürnberg verliert 0-1 gegen Union, Wiesbaden verliert 1-4 gegen Hoffenheim, Ingolstadt besiegt Heidenheim 2-0, Darmstadt verliert 0-1 gegen Offenbach, Osnabrück gewinnt gegen Paderborn 2-0 und Braunschweig gewinnt 3-1 gegen Gladbach. Einige unterklassige Teams haben gewonnen. Osnabrück einmal mehr mit einem langen Lauf hier, da werden sie auch direkt gezogen, spielen zu Hause jetzt gegen Hoffenheim. In der Runde der letzten 8 Braunschweig, nochmal ein Drittligist gegen Fortuna Düsseldorf. Da drücke ich natürlich meinem ersten Verein, Eintracht Braunschweig, die Daumen. Offenbach mit einem Heimspiel gegen Schalke, ein Zweitligist auf jeden Fall im Halbfinale. Und Union lädt ein nach Berlin, den FC Ingolstadt. Ja, ärgerlich, aber gut, dann wir haben ja hier, Langeweile wird hier bei uns nicht aufkommen. Wir haben genug zu tun. Griechenland, ja, da werde ich jetzt auch noch einige Gespräche führen müssen. Länderspiel ist jetzt auch bald. Jetzt müssen wir in der Champions League den ersten Sieg holen in der zweiten Gruppenphase gegen den SSC Neapel. Das wird nicht leicht. Ganz im Gegenteil. Haben noch mal 1 Million eingenommen. 92 Millionen auf der Habenseite. Ich kaufe weiteres Land. Werde ich jetzt zum Bürgermeister ernannt. 663.000. Ja, aber ganz ohne Nackenschläge wäre es ja auch irgendwie unrealistisch. Gespräche, so Griechenland, Einbürgerungsgespräche. Auch gut, fand das ja durchaus interessant, dann werden wir da nochmal nachhaken. Ins Einzeltraining geht der Steiner. So, leichte Kondition und Staffellauf. Die Anti-Abseits-Falle muss besser werden. Wir brauchen den ersten Sieg in dieser Champions League-Runde. Abseits-Falle, Einwürfe müssen besser werden. Und das Pressing muss deutlich besser werden. Lobe ich die Leute, auch wenn wir hier verloren haben. Ist ja schön, dass Niederlagen sowas Seltenes sind. Das zeigt ja eigentlich auch, was für einen hohen Standard man agiert. So, gegen Neapel wird mal jetzt ein bisschen variiert. Ich lasse den Verteidiger jetzt einfach mal Innenverteidigung spielen. Die Mission beginnt jetzt. Ich lasse Sissoko von Beginn an starten. Doppelt gemoppelt von Beginn an spielen. Zappa kommt auch mal wieder rein. Oku darf sich zeigen. So machen wir das. Ich bin auf Augenhöhe. Ausverkauftes Stadio San Paolo. Das Essen war gut. Über 7000 Dortmunder hier. Das ist definitiv der stärkste Gegner in dieser Gruppe. Und gegen die anderen beiden haben wir nur unentschieden gespielt. Das wird hier hart. Thomas Gottschalk tippt 3-3. Mal sehen, was hier jetzt geht. Einwurf durch Keller. Aber oft schlagen wir uns ja gegen starke Gegner irgendwie noch besser als gegen schwache. Nicht immer, aber öfters. Suarez dreht sich, zieht aus spitzen Winkel aufs kurze Eck. Striso steht genau richtig, hat den Ball. Jetzt nicht. Lasagne hatte ich auch heute. So, schießt und Striso wird angeschossen, hat den Ball im Nachfassen. Mihai flankt in den Strafraum. Kein Abseits, Tahiri bringt den Ball an der Strafraumecke unter Kontrolle, spielt dann einen Fehlpass. So, jetzt nicht wie gegen Fortuna, sondern so wie gegen Arminia. Eckball jetzt von links für uns. Simon legt sich den Ball zurecht. Drei Finger in die Luft, schlägt den Ball hinter das Tor. Lasagne nimmt den Ball mit, spielt auf den linken Flügel. Da ist der Ball im Aus. Nicht das beste Fußballspiel hier. Einwurf durch den. Neapel hat auch die Champions League schon öfters gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Vertainen köpft den Ball. So, gucken, ob das jetzt in der Innenverteidigung bei Vertainen gut klappt. Dann natürlich auch den Libero. Seinen eigentlichen gelehrten Job, den Libero, wieder reaktiviert, man eigentlich. Das werden wir nicht tun. So, dieses ganze
bemühen mit der Linksverteidigung, weil er natürlich jetzt auch hinfällig, aber er hat ja gute Spiele da gemacht. Er hat sich da erst so richtig entwickelt und Ogbu schießt in die Wolken. Es steht 0:0 zur Halbzeit. Ich lobe mal den Latein, der macht das nämlich gut auf neuer Position. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Da sind ja 25 Meter vor dem Tor, kommt an den Ball, schießt und toll gehalten von Strisu. Position könnte auch mal wieder ein bisschen mehr rotieren. Jetzt Kenner drei Schritte, zieht ab, schießt knapp vorbei. Werden wir hier noch ein Tor sehen heute. Es kommt Schawat für Zappa. Es kommt Filippotto für Moore. Und für Dos Santos. Hätte ich eigentlich auch wechseln sollen. Ja, Dos Santos muss dann durchziehen. Schaschenko für Sissoko. In den letzten Minuten laufen, wird das schon wieder ein Remis. Ja, das dritte Remis am dritten Spieltag, aber wir bleiben immer noch ungeschlagen in der Champions League. 600.000 Euro Fernseheinnahmen, 50% Quote ARD, ZDF, 420.000 Euro Punktprämie. Schiedsrichter Laos war der beste Mann auf dem Platz. Wertheim, der beste Spieler, das hat funktioniert in der Innenverteidigung. Kein Gegentor kassiert, auswärts bei einem starken Gegner, das ist auch eine gute Leistung. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir stehen. Aber gut, in unserer Gruppe wird nur unentschieden gespielt. Nein, Kaliare Kalsch hat jetzt mal gewonnen. Damit stehen wir nur noch auf Platz 2. Rostock gewinnt 2-1 gegen Fulham. Rostock ist Tabellenführer nach 3 Spieltagen. Wir stehen auf 2, Calcio auf 1, Neapel auf 3, Jordans auf 4. Es ist eng. Würzburg gewinnt nach wie vor 3-0 gegen Everton. Die sind klarer Gruppen-Tabellenerster. So, Akku kriegt ein Angebot. Er muss mit seiner Frau. Welche Frau? Hast du eine Frau? Er meint seine Mutter, glaube ich. So. Haben wir hier so oft jetzt hier bei den Fußballern. Ja, das war jetzt mal wieder gemischt gegen Bielefeld, das vielleicht beste Spiel aller Zeiten. Dann leider Pokal aus gegen Düsseldorf und dann eine Nullnummer gegen Neapel. Aber ich denke, mit dem Remis in Neapel kann man leben. Beim nächsten Mal präsentiere ich Ihnen das 17. Spiel gegen Hoffenheim. Wir können auch Herbstmeister werden. Dann spielen wir noch mit Griechenland gegen Finnland. Dann ist erstmal Weihnachten. Und dann gucken wir uns auch nochmal alles ganz genau an, was hier in der Hinrunde passiert ist. In der Heimtabelle stehen wir auf Platz 6. Auswärts auf Platz 3, erste Halbzeit Platz 4, dann der zweite Halbzeit auch Platz 4. In der zweiten Liga haben wir oben Schalke, Bremen und Mainz, unten Gladbach, Paderborn, Köln und Aue. Regionalliga Nord oben Braunschweig, Osnabrück, unten Flensburg, Jena, Meuselwitz und Nordhausen. Regionalliga Süd oben Unterhaching. Bayreuth hat negativ noch, die stehen nur noch auf 2. Ganz unten Mannheim, Mainz 2, Saarbrücken und Homburg. Unsere A-Jugend steht auf Platz 7 der Bundesliga. Die B und auf Platz 10, die Bundesliga und die C und auf Platz 5. Das war, vielleicht es geht mal besser vor kurzem. Die C und hat sich gesteigert, die anderen beiden eher das Gegenteil. Ja, so wird es beim nächsten Mal weitergehen. Es ist ja sehr aufregend hier nach wie vor. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Lassen Sie gerne ein Abo da und die Grundgebühr. Ich glaube, Sie wissen, dass Sie hier ein gutes Geschäft bei uns machen. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye, bye.